Hallo liebe Pfeifenfreunde und Genießer, ich möchte euch heute gerne meine neue Pfeife von Henry Kroll vorstellen und ich muss sagen, nachdem ich ja so tapfer war und für dieses Jahr mir noch keine Pfeife gekauft habe, dachte ich, das muss jetzt mal belohnt werden und das sage ich jetzt mit einem kleinen Augenzwinkern und habe mir da eine Pfeife von Henry zukommen lassen. Möchte aber auch gleichzeitig zum Anlass nehmen, eine kleine Antwort, meine 2 Cent zu dem Video von Rainer Düßmann einzuwerfen, der da gesagt hat, wie viel gibt man für einen Pfeifenkauf, wie viel investiert man bei einem Neueinsteiger und da sind ja reichlich Kommentare eingegangen und ich denke mal an der Klickzahl gesehen, es hat wohl jeder gesehen. Nun ja. Rainer hatte also die Pfeife gesehen, eines Russen aus Moskau, der $350 für die Pfeife haben wollte. Das sind umgerechnet 285 Euro. Und Rainer hat sich nicht für diese Pfeife entscheiden können, was ja auch eine Entscheidung ist. Ja, wir haben 3 Möglichkeiten, eigentlich eine Pfeife zu begutachten und somit zu erwerben oder eben davon Abstand zu nehmen. Das ist einmal per Bild, Internet. Das ist die Messe oder natürlich der Besuch beim Pfeifenhändler. Ja, und da gehen die Meinungen ja jetzt sehr weit auseinander. Und ich muss sagen, für mich persönlich ist das eigentlich völlig unabhängig, was jemand gemacht hat, wie er sie gemacht hat, wie lange er schon im Amt ist. Sondern wenn es so eine lange mathematische Gleichung wäre, die hat im Endergebnis vielleicht nur noch nach Auflösung der Klammern und des Kürzens vielleicht nur noch das Ergebnis c² minus b, also nur noch so lang das Ergebnis und ich sage gleich, wie ich das meine. Die Meinungen gehen, wie gesagt, sehr weit auseinander. Der eine sagt, bei 100 Euro ist bei mir die Obergrenze erreicht, was vollkommen akzeptabel ist. Für 100 Euro gibt es sehr, sehr schöne, sehr gute Pfeifen. Ich verweise da auf DTM, Brebbia, Jirsa, tolle Rauchhölzer, viel Pfeife fürs Geld, aber eben nur Serienpfeifen. Wer also Handmades haben will, Handcut Mundstück, der muss also deutlich tiefer in die Tasche greifen. Und ich denke mal, da spielt es für mich überhaupt keine Rolle, wie lange dieser Mensch im Amt ist, sondern jetzt kommt ich auf das c² minus b, denn ich entscheide, was würde ich für diese Pfeife ausgeben, was ist sie mir wert. Und danach treffe ich dann meine Kauf- oder Nicht-Kauf-Entscheidung. Ja, angenommen, ich würde jetzt die erste Pfeife machen. Ein Traummodell, eine Jahrhundertpfeife, tolle Maserung, alles wunderbar. Und jetzt hätte sie Jura gemacht. Jura würde zum Händler gehen und würde sagen, für diese Pfeife möchte ich 4000 Steine sehen. Der Händler sagt, okay, die gebe ich dir, Jura ist bekannt, die werde ich los, 100% ist die Handelsspanne, also für 8000 Euro wird diese Pfeife im Schaufenster liegen. Wobei das Risiko hier natürlich beim Händler liegt, das ist alles gebundenes Kapital und er wartet auf einen finanzkräftigen Käufer. Vielleicht liegt die Pfeife ein Jahr, vielleicht 2 Jahre, wie auch immer, das ist Risiko des Händlers und Jura hat 4000 Euro. Nun hat aber Jura diese Pfeife nicht gemacht, sondern ich habe sie gemacht. Na, keine Angst, das wird nicht passieren, aber es ist ja auch nur ein Beispiel und warum soll ich jetzt nur 150 Euro dafür nehmen? Denn bewertet wird nicht der Name, sondern letztendlich einzig und allein das Produkt, die Pfeife. Sage noch einmal, das ist jetzt nicht die Henry Kroll. Wie gefällt mir die Maserung? Wie schmiegt sich die Pfeife in die Hand? Wie hält sie sich? Wie sauber ist sie verarbeitet? Das muss ich alles selbst beurteilen, um danach meine Kaufentscheidung dann zu treffen. Aber man sollte nicht Rückschlüsse ziehen und sagen, der Name ist mir unbekannt. Grundsätzlich kann das nichts Vernünftiges sein. Soll auch vielleicht seine langjährige Schaffenskraft in Frage stellen. Denn
Wer von euch hat schon mal was von Alex Florow, von Roman Kovalev oder Viktor Jaschilew gehört? Und wenn so ein Stempel auf der Pfeife ist, muss man nicht zwangsläufig glauben, das ist ein Neueinsteiger. Denn wer so eine Pfeife erwerben will, der kann schon mal gar nicht erst anfangen, im Hartgeldfach rumzukramen. Der braucht auch nicht in seinem Scheinfach zu suchen, sondern der kann schnurstracks den schnellsten Weg zur Bank aufsuchen. Denn hier von diesen drei genannten bewegen wir uns im vierstelligen Bereich. Und wir müssen nicht glauben, dass es nur gute Pfeifenmacher in Deutschland gibt, sondern die gibt es überall auf der Welt. Ja, wenn, um mal bei Henry Kroll zu bleiben, mal eine erfundene Geschichte, treffen sich zwei Russen, ein Valeri und ein Ivan, sagt der Ivan: Valeri, habe ich gesehen, schöne Pfeife im Internet. Ja, die kostet 8.550 Rubel. Das sind 120 Euro. 8.550 Rubel. Wer hat Pfeife gemacht? Ist deutsche Pfeifenmacher Henry Kroll. Henry Kroll? Habe ich nie gehört. Ist vielleicht ein Neueinsteiger. Oh, dafür sind 8.550 Rubel viel zu viel. Michael Strube kommt gleich in die Notaufnahme vor lauter Lachen. Und ich werde ihm folgen, denn ich lache mir auch einen Ast. Denn wir haben junge Pfeifenmacher, Henry Kroll, Klaas Rossmann, die viel Wert auf Detailarbeit legen und diese Arbeit natürlich auch einen entsprechend gemäß des Qualitätsanspruchs ihren Preis haben. Ich persönlich unterscheide nicht nach Hobby oder professioneller, hauptberuflicher Tätigkeit, denn mir persönlich ist das völlig egal, ob jemand hobbymäßig, hauptberuflich unterwegs ist, ob er sie gedrechselt hat, geschnitzt hat oder ob er ein großes Equipment hat, was sehr, sehr teuer war. Mich interessiert auch nicht, ob er ein Kind hat oder acht Kinder hat, sondern mich interessiert einzig und allein das Produkt. Und das Produkt ist die Pfeife. Alles andere ist Umfeld, gehört einfach nicht dazu. Es ist mir auch egal, ob der für das Machen dieser einen Pfeife eine Kantel oder fünf Kantel benötigt hat, weil eben viere fehlerhaft waren. Das ist das Risiko des Pfeifenmachers, was ich letztendlich auf irgendeine Art und Weise sicherlich mitbezahle, aber natürlich nicht jetzt konkret. Ich bin Fan von Eintracht Frankfurt, das weiß man. Und wenn mir es schlecht gehen sollte, wird Eintracht Frankfurt keineswegs mir auch nur einen Euro zukommen lassen, um mich irgendwie zu unterstützen. Da stehe ich dann ganz allein auf weiter Flur und ich muss auch nicht für irgendeinen Pfeifenmacher aufkommen, sondern wie ich gerade sagte, was ist mir dieses Produkt hier wert? Was kann ich und was will ich dafür bezahlen? Ja, ich habe natürlich auch letztes Jahr in Lohmar schon gesehen, dass also kräftig an der Preisschraube gedreht wurde. Da war sehr, sehr häufig eine 3 auf dem Preisschild zu sehen, ab und an sogar eine 4, ja sogar hin bis 5 oder 6. Und wie gesagt, jeder muss wissen und sich selbst überlegen, was bin ich bereit für diese Pfeife zu bezahlen. Ich persönlich bin es, etwas mehr zu investieren, weil für mich ist die Pfeife ein Gegenstand, der bei entsprechender Pflege mich ein ganzes Leben lang begleitet. Und es ist ähnlich wie mit einer Uhr. Eine Uhr gibt es für 5 Euro, die kommt ihrer Aufgabe nach, nämlich die Zeit anzuzeigen. Und es gibt aber auch BWC, Maurice Lacroix, Chronoswiss oder Glashütte. Und natürlich auch Leute, die bereit sind, 30, 40 und mehr 1000 Euro eben für diese Uhr hinzulegen. Und genauso verhält es sich auch mit den Pfeifen. Und ich möchte euch hier mal eine zeigen. Das hier unten ist eine Pfeife von Savinelli. Es ist das Modell Claudia Schiffer mit einer ganz, ganz engen Straight Grain Maserung und einer sehr, sehr dichten Naturborge. Diese Pfeife ist unverkäuflich
Und es hat Leute gegeben, die schon unterschriebene Blankoschecks zu Savinelli geschickt haben und wollten auf jeden Fall diese Pfeife haben. Und da kann man mal sehen, wie viel Geld eine Pfeife einem Mensch wert sein kann. Wenn jemand sagt, ich gebe nur 100 Euro aus, weil ich nicht mehr kann, nicht mehr will, dann ist das noch nicht mal akzeptabel, weil akzeptieren heißt irgendwie, dass derjenige andere fragen muss, ist das so okay, wie viel Geld ich für die Pfeife ausgebe? Und natürlich ist das okay und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Der eine, der kann sie sich leisten, tut es aber nicht, hat den Schwerpunkt mehr im Bereich des Tabaks angesiedelt und wiederum andere, die können sich's leisten und tun dies auch. Ja, lieber Ben, wir gehen ja in vielen Dingen mit der Meinung konform und hierbei, bei dem Kommentar, den du unter Rainer Düßmann geschrieben hast, da bin ich von dir meilenweit von weg, weil du einfach sagst, der Hobby-Pfeifenmacher muss weniger bekommen, wie der, der es hauptberuflich macht. Und da bin ich nicht ganz bei dir. Und dass auch gewisse Preise nachher nur Preiswucher oder Geldwucher ist, das sehe ich auch nicht so, weil wir befinden uns auf einem freien Markt und da darf jeder den Preis ansetzen, den er will. Und wenn jemand eine Million sagt und es kommt ein Scheich und legt die Million dafür hin, dann ist es okay, dann hat er alles richtig gemacht. Und wenn jemand eine Pfeife verkauft, aber in der Zwischenzeit 250 Stück gemacht hat, dann muss er mal sein Preismanagement und seine Preise entsprechend überdenken, ob er da nicht einen Fehler macht. Ja, Nils Seib hat einen Kommentar geschrieben, den möchte ich jetzt hier nicht wiederholen, aber ich bin voll auf seiner Seite, würde ich zu 100% so unterschreiben. Und Tini Stastny hat klare Vorstellungen, wie viel eine Pfeife kosten darf, wenn es eine Handmade ist, mit Handcut-Mundstück oder zugekauftem Mundstück. Aber ich denke, auch das ist eigentlich rein subjektiv zu betrachten, ist eine Einstellungssache, aber sicherlich aufgrund des freien Marktes nicht zu verallgemeinern. Ja, es soll jetzt gut sein, ich könnte jetzt noch einiges über den Markt und Preisentwicklungen und dergleichen mehr erzählen, aber jetzt komme ich zu dem Eigentlichen, zu meiner Pfeife. Letzten Sonntag Nachmittag sitze ich am PC, war ein bisschen am Blättern und da ereilte mich dann eine Nachricht, dass Henry Kroll einen neuen Newsletter eingestellt hat. Der Newsletter, der beinhaltete neue Pfeifen und ich habe gleich nachgeschaut und war erstaunt über das, was dort zu finden war. Und eine Pfeife sprach mich ganz besonders an. Nicht alle, denn es ist ja hier reine Geschmackssache. Und da habe ich mir eine Pfeife rausgesucht und die gleich am Sonntag gegen Abend gekauft. Und das war gut so, denn wie beliebt Henry Kroll ist, denkt jetzt an das Gespräch der beiden fiktiven Russen. Ja, denn am Montag gegen 12 Uhr waren schon 7 von diesen Pfeifen verkauft. Ich erzähle da jetzt kein Geheimnis, weil das kann man auf seiner Homepage ja, denke ich mal, auch verfolgen und entsprechend nachvollziehen. Ja, ganz klar, schönes Säckchen, klares Logo. Jeder Pfeifenfreund weiß, was dieses Logo bedeutet, nämlich eine Pfeife von Henry Kroll. Jetzt zeige ich sie euch. Zu mir gefunden hat diese wunderschöne Apple mit, wie ich finde, fantastischer Maserung. Und auch da, lieber Ben, hast du geschrieben, dass wohl das Grading, was Henrik hier ansetzt, zu hoch ist. Da bin ich ebenfalls anderer Meinung. Ich bin der Meinung, dass er manchmal zu tief ansetzt. Hoffentlich sieht er jetzt das Video nicht. Oder sein Vater, der mich dann nachher verpetzt. Sondern es ist wirklich so, dass ich mitunter die Pfeifen mindestens 1-2 Sterne höher graduieren würde. Hier handelt es sich um eine 9mm Filterpfeife ohne Einrauchpaste. Bohrloch sitzt hervorragend und die Pfeife hat hier eine Hornapplikation. Man sieht es vielleicht,
dass es ein leichter Grau-Blau-Schwarzschimmer ist, hebt sich ganz leicht von dem Schwarz des Ebonit-Mundstückes ab. Schönes Fishtail-Mundstück, absolut sauber gearbeitet und auch hier die Fächerung lässt alles keine Wünsche übrig, liegt fantastisch in der Hand. Kommt zwar mit 90 Gramm daher, aber man bedenke, die Pfeife hat immerhin eine Kopfhöhe von 55 mm und eine Breite von 53 mm und da ist schon mal das eine oder andere Gramm sicherlich zu verzeihen. Ich habe auch keine Probleme mit gewichtigeren Pfeifen und da ich große Hände habe, liegt diese Pfeife fantastisch in der Hand und ich werde sie heute Abend entzünden. Und was ich eben sagen wollte noch, wenn ich sie nicht gleich den Sonntag gekauft hätte, wer weiß, ob sie am Montag noch zur Verfügung stand. Und da ist ganz klar, eine solche Pfeife, die bekommt man nicht für 150 Euro. Und ich darf auch sagen, was die gekostet hat, das kann jedem, der es interessiert, auf der Homepage noch nachlesen. Diese Pfeife in dieser Machart kostet bei Henrik 330 Euro. Was, wie ich denke, nicht und keineswegs zu viel ist. Das Mundstück lässt sich ganz leicht und sauber abdrehen, wie pneumatisch oder hydraulisch unterstützt, ist eine 9 mm Pfeife und auch das Bohrloch sitzt absolut mittig und ich denke mal, da darf man eigentlich oder braucht man eigentlich gar kein Wort drüber zu verlieren. Das setze ich bei Henrik Kroll, Klaas Rossmann und wie sie alle heißen, stellvertretend genannt hier, setze ich da voraus. Wunderbar ausgewogen, liegt toll in der Hand und ja, ich freue mich schon auf das erste Rauchopfer. Ja, das soll es dazu gewesen sein. Gestern hat Bernd Redmann ein Video eingestellt, zeigt uns eine sehr anschauliche Winslow-Pfeife, hat er für 180 Euro geschossen und ich denke mal, da würde heutzutage der doppelte Preis nicht mehr reichen und dann ist das ganz klar, dass der Markt also in Bewegung ist. Und dieser Markt, der Pfeifenmarkt, der so easy, so leicht, so unbeschwert aussieht, es ist ein knallharter Markt, denn es haben sich schon viele, viele Leute versucht und viele sind immer noch unterwegs und ihr Talent ist die absolute Talentfreiheit. Und von der Seite her freuen wir uns, wenn wir schöne, gute Pfeifenmacher haben, die uns mit schönen Rauchhölzern bescheren und ja, für geschenkt gibt es nirgendwo was auf der Welt. Ja, das soll es fürs Erste gewesen sein. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch ein schönes Wochenende, alles, alles Gute und lasst euch die Pfeife schmecken und bis bald. Tschüss.